Herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 3. Wir sind immer noch in Ninas Traum unterwegs und offenbar ist die Zeit hier recht flexibel, denn der Händler ist soweit frei. Wir wissen auch, wie wir ihn wecken können. Allerdings verliert Nina dann seine Spur und wir müssen jetzt das Ganze hier noch irgendwie ihn irgendwie markieren oder so, dass er auf jeden Fall den Weg finden können. So, mit der Asche ging das nicht. Das hatte ich schon ausprobiert. Und jetzt haben wir hier noch einen Kohlkopf und eine Kartoffel eingesammelt. Eine faulige Kartoffel. Sieht halbwegs appetitlich aus, aber ich esse nichts, das schon mal im Müll war. Ja, muss ja auch nicht, ne, Nina? Im Traum hast du bestimmt sowieso keinen Hunger. Eine faulige Kartoffel. Ja, was können wir denn damit machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch was. Was kann man denn hier sonst noch machen? Müssen wir uns noch mal ein bisschen umschauen. Auf dem Markt sitzt ja auch immer noch die Katze. Aber wir haben noch nicht den richtigen Köder gefunden. Hier doch noch was. Und jetzt einfach hier wahllos irgendwo reingehen geht nicht, oder wie ist das? Noch weiß ich nicht, durch welchen der Ausgänge Anasir flüchten wird. Und bevor ich das nicht herausgefunden habe, sollte ich mich nicht ziellos ins Gewirr der engen und verwinkelten Gassen stürzen. Ich würde mich sicher total verlaufen. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Hier so ein Fisch wäre doch jetzt mal ganz hilfreich. Damit können wir garantiert die Katze anlocken. Mensch. Okay, hier kommen wir aber nicht weiter und hier scheint auch sonst nichts zu sein. Da steht keine Straßenmusikanten nach Einbruch der Dunkelheit. Ja gut, was sollen die auch nach Einbruch der Dunkelheit, ne? Es ist absolut diebstahlsicher an die Hauswand geschraubt. Okay, das können wir also nicht mitnehmen, wir können es auch nicht losschrauben und... Was können wir sonst tun? Schwierig. Obwohl, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal probiert. Nina hat ja schon mehrmals erzählt, dass Max da irgendwelche Klingeltöne runtergeladen hat. Vielleicht können wir es ja jetzt hier verwenden. Zählt vielleicht unter Straßenmusik, ne? Mit der Sitzbank. Selbst in diesem total verrückten Traum ist es unsinnig, jemanden anzurufen. Damals hatte noch niemand ein Mobiltelefon. Aber ich kann mit einem der Klingeltöne den Anwohnern hier einen kleinen Vorgeschmack auf moderne Zeiten geben. Was soll das? Hast du das Schild nicht gelesen? Hier wollen Leute schlafen! Verschwinde! Igitt! Und da haben wir Fisch. Zum Glück ist das stinkende Zeug nicht auf mir gelandet. Wart mut dat mut. So sehe ich das auch, Nina. Lecker. Aber ich weiß, jetzt können wir auf jeden Fall uns die Katze organisieren. Ich leg was von den Fischresten in die Maske. Vielleicht kann die uns auch helfen, ihn zu verfolgen. Vielleicht können wir den irgendwie damit einschmieren oder so. Das klingt zwar jetzt auch wieder sehr lecker. Vielleicht können wir dann die Katze auf ihn hetzen oder so. So. Auf jeden Fall sollten wir das doch jetzt hier erstmal hinbekommen. Dem kannst du nicht widerstehen, kleines Kätzchen. Und Klappe zu. So, jetzt meine Katze. Sie sieht gereizt aus. Kann aber auch sein, dass sie hungrig ist. Bei mir sorgt das auch immer für einen entsprechenden Gesichtsausdruck. Igitt, der Fischgestank könnte sogar tote Katzen anlocken. Aber Fischgestank, vielleicht können wir tatsächlich ihn so verfolgen. Stinkt vielleicht so stark, dass Nina dem Geruch folgen kann. Ich steck Anasir was von den Fischresten in die Tasche. Ein bisschen behalte ich aber noch.
So, dann probieren wir es doch jetzt nochmal. Ja, jetzt werde ich es nochmal wagen, ihn zu wecken. Hm? Was war das? Wieso ist die Tür auf? Bei Allah, was geht hier vor? Der Prophet scheint mir gnädig zu sein, also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Ich muss seine Spur wiederfinden. Okay, also Nina kann offenbar nicht dem Geruch folgen. Ein Durchgang zu einer benachbarten Gasse. Dann werden wir doch mal das mit der Katze probieren, denn die scheint ja doch noch hungrig zu sein und dem vielleicht folgen, auch wenn Nina natürlich selber den Fisch mit sich rumschleppt. Aber ja, Nina kann sie ja nicht sehen, ne? Könnt ihr irgendwie freilassen? Auf einen der Durchgänge? Hoffentlich lässt mich der Geruchssinn des Pelzknäuels nicht im Stich. Na, wo ist das Leckerli? Okay, es geht auf jeden Fall schon mal geradeaus weiter. Anscheinend hat An-Nasir die Fischabfälle in seiner Tasche gefunden und weggeworfen. Wenigstens beweist das, dass er tatsächlich hier entlang gerannt ist. Aber welchen der drei Ausgänge hat er nun genommen? Ach du je. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wieder bin ich in der Zeit zurückgesprungen. Das ist wirklich mal ein irrer Traum. Solange ich meinem Ziel näher komme, soll mir das recht sein. Ich kenne ja nun zumindest den ersten Teil von An-Nasirs Fluchtweg, der mich zu Amphora aus Alexandria führen soll. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen, um An-Nasir auch in der zweiten Gasse nicht aus den Augen zu verlieren. Klasse. Ich hoffe, da folgen nicht mehr so viele Gassen. Dann gucken wir doch mal. Also hier geht schon mal geradeaus weiter. Was könnte ich hier tun, um An-Nasir nicht aus den Augen zu verlieren? Hier müssen wir mal schauen. Hier mal Vertiefungen. Hier ist eine Vertiefung im Boden, die die gesamte Breite der Gasse einnimmt. Diese Vertiefung sieht aus wie eine leere Pfütze. Eine leere Pfütze. Wir könnten ja theoretisch da eine Pfütze mal hinmachen, wenn sie das schon so sagt. Jetzt dürfte er gefrieren. Jetzt muss ich nur ein Weilchen warten. Das Wasser ist gefroren und schon haben wir eine spiegelglatte Eisfläche über die ganze Breite der Gasse. Okay, das sollte ihn vielleicht so weit ausbremsen, dass Nina ihn einholen kann und sieht, wo er hinläuft. Kann ich mir jedenfalls jetzt vorstellen. Können wir uns die Leiter noch schnappen? Ja, oh Gott, Nina kommt aber fix rüber. Ich bin nicht abergläubisch. Ich würde ohne weiteres an einem Freitag, dem 13., in Gegenwart einer schwarzen Katze unter einer Leiter stehend mit der linken Hand einen Scheck über 13.000 Euro entgegennehmen. Wenn du noch eine Null dranhängst, Nina, lohnt sich's mehr. So, okay. Ja gut, Nina ist da jetzt ganz schön fix rüber gekommen. Ich hoffe, das liegt daran, dass sie nur eine Traumgestalt ist. Ansonsten hat das nämlich hier alles keinen Zweck. Aber wir haben die Katze immer noch. Das heißt, wir müssen ihn jetzt komplett präparieren, oder was? Weil theoretisch kennen wir doch den ersten Schritt, oder? Das müssen wir doch jetzt nicht nochmal machen. Ach, ich brauche jetzt erst nochmal neues Wasser. Also nochmal raus. Ich nehme etwas Schnee mit. So, mal sehen, ob sie ihn nochmal komplett jetzt präpariert oder nicht. Auf ein neues. Den ersten Teil des Weges kann ich An-Nasir ja bereits folgen. Nun bin ich mal gespannt, ob ich auch im nächsten Abschnitt Erfolg habe und so den Käufer der Amphore finde. Okay, er ist ja hier lang gegangen. Überraschung.
Anasir ist durch einen der Durchgänge verschwunden und hat artig das Tor hinter sich geschlossen. Also schön, wiederholen wir das Katz-und-Maus-Spiel ein weiteres Mal. Diesmal muss ich herausfinden, durch welches der drei Tore im Innenhof Anasir verschwindet. Okay, können wir vielleicht die Katze erstmal wieder freilassen oder so? Oder hier noch einen Fisch füttern? Ich sollte die Fischabfälle nicht sinnlos an die Katze verfüttern. Doch, du brauchst sie nicht mehr, Nina. Die Katze kann es gut gebrauchen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Schneeballschlacht. Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte in die Gasse, dann durch den Durchgang und hier rein. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für welches der drei Tore wird sich Anasir wohl entscheiden? Ja, ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Okay. Ich frage mich, wozu wir die Leiter hier brauchen. Aber hier gibt es nur die Tore, sonst nichts weiter. Gucken wir doch mal. Ein Durchgang zu einer benachbarten Gasse. Ein Durchgang zu einer benachbarten Gasse. Okay, das hilft uns nicht weiter. Was können wir tun? Es wäre eigentlich günstig, wenn wir irgendwie das Tor markieren könnten. Jetzt haben wir immer noch eine faulige Kartoffel und einen alten Kohlkopf, Fischabfälle. Katze. Jetzt brauchen wir eine Leiter. Vielleicht brauchen wir die später noch. Aber es lässt jetzt so hoffen, hier auf jeden Fall, dass das dann das letzte Mal war, dass wir das Ganze hier spielen müssen. Ich bin ja schon froh, dass wir nicht alles immer machen müssen, weil ansonsten ist ja auch ein bisschen langatmig dann das Ganze. Können wir jetzt diesmal die Asche anwenden? Ich meine, sind ja jetzt Türen, keine Durchgänge. Theoretisch. Jetzt irgendwie ans Schloss machen oder so. Packt er ja da auf jeden Fall dran. Und das lässt sich ja dann sehen. Probieren wir das doch mal. Okay, ich präpariere die Griffe der Tore mit Asche. Erledigt. Okay, dann müssten wir jetzt sehen können, wo er hingegangen ist. Dann gehen wir wieder zurück. Wie ist denn das? Haben wir jetzt hier Wasser drin? Ja, dann können wir ihn jetzt auch aufwecken. So, und ich hoffe, das war's dann. Die Asche an den Toren müsste mir verraten, wohin Anasir gegangen ist. So entkommt er mir nicht nochmal. So, welches Tor war's? Ich habe den Türgriff mit Asche beschmiert. Ja. Ich habe den Türgriff mit Asche beschmiert. Soll ich sagen, welches Tor ist? Fingerabdrücke, okay. Eindeutig. Hier hat Anasir die Asche auf dem Torgriff verwischt. Gut, dann gehen wir durch dieses Tor an, ja? Verflixt. Ich hatte gehofft, dass ich ihn diesmal nicht verlieren würde. Was soll's? Mir wird sicher wieder eine Lösung einfallen. Nochmal. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder dahin gehen. So, und dann schauen wir mal, was wir dort machen können. Wie soll ich der Spur von Anasir nun folgen? Tja. Linker Ausgang, Durchgang, rechter Ausgang. Okay, gibt es hier sonst irgendwas? Ein Rohr? Ein Kanal. Also es gibt wieder drei Wege. Ein Durchgang zu einer benachbarten Gasse. Ein Durchgang zu einer benachbarten Gasse. Ein Durchgang zu einer benachbarten Gasse. Und wir haben hier ein Vordach. Während die Wege vor diesem Haus offenbar gründlich gefegt werden, hat sich auf dem kleinen Vordach eine Menge Schnee angesammelt. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Können wir das vielleicht wieder runterholen? Den Schnee? Oder wie ist das hier mit dem Kanal? Das Wasser im Kanal ist gefroren.
Dann nehmen wir noch das Rohr. Nein, dafür ist Anasir zu dick. Ja, du aber auch nicht. Du kannst mir erzählen, dass er da durchpasst. Okay, aber an der Stelle ist die Zeit jetzt auch schon wieder vorbei. Deshalb werden wir hier im nächsten Video weitermachen und dann hoffentlich auch mal zum Ende kommen. Also bis dann. Tschüss.